Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 17. Alkohol, Wein, Whisky, Wodka und natürlich Bier. In Deutschland gibt es viele verschiedene Sorten Alkohol. Wusstest du, dass alle Alkoholsorten maskulin sind? Der Wein, der Wodka, der Whisky und so weiter. Aber es gibt eine Ausnahme. Natürlich das Bier. In Deutschland kann man mit 18 Jahren Alkohol kaufen. Natürlich gibt es wieder eine Ausnahme. Bier. Bier kannst du in Deutschland schon mit 16 Jahren kaufen. Interessant, oder? Ich glaube, Deutschland ist das einzige Land, in dem man mit 16 Jahren schon Bier kaufen kann. Oder kennst du ein anderes Land? In Deutschland gibt es sehr viele verschiedene Sorten Bier. Manche Biere sind zum Beispiel besonders bitter. Andere Biere sind ein bisschen milder. Weißbier zum Beispiel ist nicht so bitter. Natürlich kannst du auch ausländisches Bier in Deutschland kaufen. Also zum Beispiel dänisches oder belgisches oder italienisches Bier. Heutzutage haben fast alle Biersorten auch ein alkoholfreies Bier. Es gibt alkoholfreies Bier, das exakt genauso wie Bier mit Alkohol schmeckt. Es ist also auch sehr, sehr lecker. Die meisten Deutschen trinken gerne kaltes Bier. Es gibt aber auch Menschen, die gerne warmes Bier trinken. Wusstest du das? Warmes Bier. Das klingt komisch, oder? Am Feierabend, also nach der Arbeit, trinken viele Menschen ein Feierabendbier. Im Sommer gehen die Leute gerne mit Freunden oder Kollegen nach der Arbeit in den Park und trinken zusammen ein Bier. Natürlich trinken nicht alle Menschen in Deutschland Bier. Es gibt auch Leute, die lieber Wein trinken. Französischen Wein, italienischen Wein und natürlich auch deutschen Wein. Auch in Deutschland gibt es ein paar bekannte Weinregionen. Anders als Bier trinken die meisten Menschen Wein entweder zu Hause oder im Restaurant.
In Deutschland gibt es auch verschiedene Bars und Kneipen. Jetzt im Winter gehen viele Menschen in die Kneipe und trinken dort nach der Arbeit ihr Feierabendbier. Trinkst du Alkohol? Magst du lieber Bier oder Wein? Trinkst du oft oder selten Alkohol? Schreib es in die Kommentare. Neue Vokabeln. Es gibt. There is. There are. Wusstest du? Did you know? Ausnahme. Exception. Das einzige Land. The only country. Sorten. Types. Ausländisch. Foreign. Alkoholfrei. Alcoholfree. Sehr lecker. Very delicious. Feierabend. End of work. Entweder oder. Either or. Kneipe. Pub. Heute haben wir über das Thema Alkohol gesprochen. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Wenn ja, super. Wenn nein, höre die Episode einfach noch einmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed that episode. Please give this episode a thumbs up and subscribe my channel for more German podcast episodes. Prost und bis bald.